Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind hier in Spanien im F1 2017 Koop-Modus. Hi, ich bin auch wieder mit dabei hier am Start. Letzten Folge habe ich mir ein bisschen aufgeregt, sorry dafür nochmal Leute. Aber ja, das war halt echt lächerlich. Wer es nicht gesehen hat, rechts oben am i, könnt ihr gerne mal reingucken. Immer noch Wetterglück. Wetterglück ist gut. Kein Regen bis jetzt angesagt. So, du kannst ja mal dein Fazit zu dieser Strecke ziehen. Wir haben ja gerade eine Testfahrt gemacht hier, bevor wir aufgenommen haben. Also wir nehmen jetzt immer noch auf. Also wir haben jetzt drei Rennen hintereinander. Das ist das dritte Rennen hintereinander jetzt gefahren. Könnt ihr natürlich auch auf beiden Sichten sehen. Ne? Das kleine Infokarte links. Das wäre ganz nice. Könnt auch beides parallel schauen. Links und rechts so auf dem Bildschirm, wenn ihr auf den PC guckt und so weiter. Ganz easy. Das ist immer ganz geil, ja. Und ja, die Strecke. Ja, eben, also, wow, Wehrlein von mir übelst langsam. Ja, also das Problem hier ist jetzt, also wir haben uns gedacht, wir fahren hier mal eine Trainingsstrecke, also eine Trainingsfahrt hier vor der Aufnahme. Und die Strecke ist ziemlich hartig, muss man ganz ehrlich so sagen. Also das ist ja überhaupt nicht einfach zu fahren. Es gibt hier richtig viele Kurven, also ich finde sie cool, die Strecke, aber die wird unglaublich schwierig. Ja, und danach kommt Monaco, das ist so meine Nullpunkte-Strecke oder unsere, mal schauen, ja, die dann in der nächsten Folge, also im nächsten Rennen. Ich hoffe nicht, dass wieder wie bei Russ, oh nein, hier wird wieder die Zeit nicht angezeigt, was ist das für ein dummer Bug? Aber ich bin halt gespannt. Ich safe, wenn ich gleich über die Ziellinie fahre und eine schnelle Runde machen will, fahren sie alle raus. Das wird doch so sein. Ja, bisher bin nur ich vor dir. Und halt vor mir sind. Ja, ich lass auch vor mir. Ja, ich muss jetzt auch bremsen, weil vor mir sind noch viele, die echt langsam sind. Ich fahre noch gleich alle raus, das ist aber wirklich safe. Ja, das kann sein. Wir haben einen schlechten Zeitpunkt erwischt. Eigentlich fahre ich nie so früh raus. Sonst fahre ich immer einen Ticken nach dir raus und das ist immer eine gute Zeit gewesen. Wie wir jetzt beide voll langsam über die Strecke. Ja, aber du musst schon irgendwie beschleunigen. Ja, klar, jetzt fahr ich. Jetzt beschleunige ich. Gut, wenn du beschleunigst, kann ich auch beschleunigen. Weil so, du jetzt fahr ich über die Ziellinie. Wahrscheinlich ein bisschen schneller. Ja, zwei fahren raus, die sind direkt vor dir dann. Also einer ist auch noch vor mir. Nein, der ist jetzt direkt in meiner Kurve. Fick dich, musste so abbremsen. In dieser ersten Kurve, Alter, fick dich doch. Aber den ersten habe ich und mehr sind vor mir nicht. Das war der einzigste. Dann habe ich zwei, Mann. Ja, sag ich ja. Okay, ich bin raus. Raus aus der Strecke. Nice. Ja. Dann bin ich im Kies. Wir sind die Reifen dann schon mal am Arsch. Yep. Aber die Strecke ist echt krass, wenn man die richtig schnell fährt, das wird heftig. Ich fahre jetzt zwei gezeitete Runden und dann mal gucken. Muss jetzt irgendwie Benzin sparen, damit ich überhaupt noch eine gezeitete Runde. Bei einer gezeiteten Runde, das ist immer ein bisschen kritisch, hat man ja auch gerade gesehen. Also irgendwas hält einen immer auf. Ob es eine Kurve ist, ob es irgendein anderer Typ ist. Und ich sehe da auch schon die nächsten vor mir, die Alter. Ich jetzt dann auf jeden Fall in der zweiten gezeiteten Runde direkt vor mir haben werde. Ja, ist ganz geil. Aber ich fahre auf jeden Fall mal zwei. Mal gucken. Außer die zweite ist echt scheiße, dann fahre ich da schon raus. LOL! Was? What's happen? Das ist ein Bug. Was? Angeblich laut oben links hat Alonso eine Zeit von 0,56 gefahren. Nee, bei mir nicht. Super, das war die schnellste Runde. Bei mir schon. Bei mir hat er 1,26. Okay. Ach so, das ist der Sektor. In dem Sektor hat er so viel gefahren. Ey, shit, was mach ich denn? Oh, in dem Sektor hat er diese Zeit gefahren. Was mach ich denn hier gerade, Leute? Welche Zeit hatte ich denn? 1,23, okay. Im Training gerade, bevor wir aufgenommen haben, habe ich 1,22 geschafft. Das Problem ist... 5 Plätze! Ich habe eine Gridstrafe, 5 Plätze gerid. Gut. Das ist nicht so geil. Ich habe gerade aber ein bisschen Angst, sorry, dass ich hier von der Strecke... Das war aber meine Schuld auch. Ich glaube nicht, dass ich hier einen guten Ding reinhaseln werde, gute Zeit. Denn die sind immer noch. Hast du ja, schon aber ich hatte im Training eine Sekunde besser. Bin ich auch jetzt gerade. Ich bin eine Sekunde besser.
wenn ich die jetzt nur fahren könnte. Ja, die sind halt vor mir. Die sind halt direkt vor mir. Das ist das Problem. Aber ich schaff's noch, ich schaff's noch. Die eine Sekunde fahre ich übers Ziel. Diese Kurven sind so crazy da. Krasse Spanien. So, die eine Sekunde hole ich mir. Jawohl. 1,22. Ich habe einen lila Sektor gefahren, Alter. What the fuck? 1,22,6. Und jetzt fahre ich eine ganz, ganz chillige Runde hier zur Box. Zum Rennen. Also die Strecke hat's echt in sich, muss ich echt sagen. Bei Russland war es einfach also nur scheiße. Ich habe schon beim Training habe ich schon gesagt, es wird. Ich werde im mittleren Feld am Ende des Rennens sein. Ich will halt endlich mal, dass wir beide auf dem Treppchen stehen. Bei Russland war es einfach nur scheiße, dass es nicht geklappt hat. Wie gesagt, habe mich da ein bisschen auch aufgeregt dann. Warte, ich muss mich mal kurz konzentrieren. Oh shit. Oh shit. Und hier wird das vielleicht nichts, weil die Strecke einfach krass ist. Ja, und Monaco wird es auf jeden Fall schon mal sehen. Also man kann hier einfach nicht überholen. Das ist auch das, was mein Problem gerade ist. Wenn du hier mal zurückfliegst, na, wo willst du hier überholen? Wo? Nur Startziel. Nur Startziel. Die anderen sind echt scheiße. Beider Platz. Alle Dinger sind kacke. Nur Startziel ist irgendwie... So, aber nachher genug Benzin für noch eine Runde. So, also, das heißt, wenn ich zweiter Platz bleiben sollte, starte ich von Platz 6. Ja, stimmt. Weil wir ja... Naja, immerhin etwas, ne? Guck mal hier auch, das ist so krass. Da werde ich mich safe drehen. Safe, irgendwann. Noch nicht im Quali, das ist ganz gut. Qualifying hier. Aber ich werde mich safe drehen. Okay, ich fahre wieder an die Box. Ah, jetzt wird die Zeit wieder oben angezeigt. Hä? So komplett komisch. Oder nur die letzten 5 Minuten. Das erst ja, fünf Minuten. Wollte ich gerade auch sagen. Das glaube ich nur die letzten 5. Ja, ja, bei der ersten Aufnahme heute hat es auf jeden Fall safe gar nicht gezeigt. Da war es noch eine Minute oder zwei. So. Hier bei der Strecke gibt es halt auch nur gelbe Reifen. Das sind die schnellsten, weißen. Besten hier und auf der Strecke, kann man so sagen. Ich habe mir auch einen weichen Reifensatz mitgenommen, also mehr gelbe und weniger weiße Reifen. Orange Reifen habe ich auch noch. Mal gucken. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben noch 4 Minuten. Da bin ich echt schnell rausgefahren und ja. Läuft. Läuft richtig. Ja, ich fahre auch gerade an die Box. So, gibt's da noch was oder überspringen wir das wieder? Ich würde mal gerne schauen, wie es bei den anderen ausschaut von der Zeit her. Es sind noch viele nicht. Oh, Software-Update, Alter, mein Handy lädt gerade ein Software-Update, ist nicht behindert? Kannst du auch nicht Hamilton machen, richtig schlecht. Ich nicht aus Download, währenddessen ich Bottas, ja Hamilton richtig schlecht gefahren bisher. Alonso ist immer noch so richtig krass. Aber der ist Vierter. Crazy, der ist eigentlich immer so Zehnter oder so. Ja, dann werden die alle nochmal eine gute Zeit machen. Ja, mal gucken. So, jetzt komm, zeig mir an, ich möchte die Zeiten sehen. Was ist da los? Alter. Danke sehr. So. Also. Ui, Alter. Okay, das ist krass. Ich meine Runde war auch keine gute Runde, aber... Ui, okay, warte, ich könnte sogar wirklich noch überholt werden. Also, die Wahrscheinlichkeit ist echt groß für meine Runde. Echt nicht so gut war. Aber das seht ihr nach dem Cut. Müsst ihr nicht Achter starten? Ich glaube, ich muss starten als Achter. Hä, hey, Neunter. Bitte. Achter. Neunter. Ja, aber wenn ich von... Platz... Ja, 2 Plätze oder so. Normal wäre ich von 8 dann gestartet. Oder 6. Nee, 6. Ich... 5 Plätze nach hinten, dadurch verliere ich ja... Oder? Ach, ja, keine Ahnung. Egal. Was laberst du? Dreimal, uiuiui, 2 oder 3? Ich lass erstmal starten mit, mit irgendwo, gelb, weiß, weiß, ne? Ja, gelb, weiß, weiß, ja. Boah, 33 fucking Runden. Auf dieser Strecke. Aber die sind halt schneller. Aber die sind halt übertrieben asozial. Ja, ich bin 9. Ja, sag ich doch. Habe ich auch gesagt. Ja, ja.
Aber ich es kann doch nicht sein. Jean und Alonso jetzt vor mir. Es kann doch nicht sein, dass wir hier 33 von diesen Runden fahren. Ja, die sind halt kürzer, deswegen mehr. Ja, aber trotzdem. Ist doch ätzend. Es ist ultra ätzend, weil die Strecke halt so unglaublich anstrengend ist. Das ist jetzt das dritte Rennen hintereinander, Leute. Also Konzentration nicht mehr unbedingt da. Perfekte Strecke dafür, für diese schwierige Strecke ausgesucht. Ja. Aber Spanien und Monaco wäre natürlich auch eine Qual gewesen, die hintereinander aufzunehmen. Wären so die Null-Punkte-Rennen. Also ich glaube, nicht, dass hier Null-Punkte also rein ist. Ich will das ganz so geil. Jinxen, so. Aber es ist halt echt schwer. Also die Strecke ist echt schwer. Ja, das schon, das stimmt. Und gar nicht, weil es so eine große Gefahr gibt wie in Monaco, dass man sich das Auto kaputt macht, sondern einfach, weil man kann hier halt echt leicht abfliegen, aber macht sich nicht unbedingt das Auto kaputt, aber dadurch macht, also Strecke ist halt einfach schwer. Das stimmt. Er ist echt langsam, kann das sein. Ich mach das gar mit Absicht, ich finde das voll cool. Wie hier alle hinter mir so ganz langsam. Ich krass, dass sie den nicht überholen. Ja, dürfen sie ja nicht. Ja, aber. NPCs, das ist ja das Geile. Ne? Ich meine, ich wurde auch in der letzten Folge von Hamilton beim Safety Car überholt, ja. Also, das ist. Das finde ich auch so frech, dass man. Dass man selber, wenn man einen überholt, den Platz zurückgeben muss, aber die dürfen den Platz oder müssen den Platz nicht zurückgeben. Das ist so assi. Also, ich habe übertrieben keinen Bock auf Safety Car. Ja, ich auch nicht. Weil jetzt schon mal kein Safety Car. Letzte Runde. Ja, das ist aber nicht so kacke. Ne? Das ist die, wenn ich bremse, die fahren echt alle direkt hinter mir dann. Die bremsen alle richtig ab. Das war gerade ein bisschen witzig. Aber tatsächlich, also auf Monaco, wie gesagt, vor allem, wenn wir auch Zeit dazwischen haben. Nach dem Rennen hören wir jetzt dann auf für die heutige Aufnahmesession. Drei Rennen reichen auf jeden Fall. Dann gibt's Monaco-Training. Und Monaco kann man trainieren zwar, aber direkt mit Monaco reinzustarten ist vielleicht auch nicht ganz so geil. Da muss man sich entscheiden, will man Monaco trainieren oder lieber die Strecke, die danach kommt. Ja, genau. Besten alle, ne? Was lohnt sich? Will man für 0 Punkte trainieren oder? Naja, man muss schon für Monaco trainieren. Ja, auf jeden Fall mache ich also, auch. Also, man kann. Alter, ich bin auf dem Gras. Hallo! Nice. Ich bin 14. Scheiße. Ach nee, was machst du denn? Was war das? Ich hab durchdrehende Reifen beim Start. Ach so. Oh. Und bin dadurch aufs Gras gekommen und noch schlechter weggestartet. Okay, jetzt bin ich 16. Wurde auch noch in der Kurve überholt. Junge, ich trau mich halt nicht, ich will mein Auto nicht kaputt machen, ich werde serious hier ranfahren. So. Ja, das Problem ist, bei dieser Strecke habe ich gerade vorhin gesagt, du kannst einfach nicht überholen. Du kannst nur auf der Zielgeraden eigentlich. Deswegen war ich gerade so langsam und dadurch wurde ich dann selber überholt, weil ich einfach so vorsichtig war. Du kannst echt fast gar nicht überholen und das ist kacke dann. Warum die anderen das schaffen, weil du jetzt gerade sagst, du wurdest überholt. Ich war halt so langsam, weil ich halt so. Ich wurde rausgedreht. Mein Front Three ist komplett im Arsch. Nein, oder als ob in der ersten Runde von 33. Und, Alter! Oh Gott, Alter! Alter, what the fuck? Was ist jetzt? Es ist wieder dieser Doppeldreher. Ach so, ja. Ja, das. Ich hatte das. Warum passiert dir das? Ja, gut, wenn der Frontflügel im Arsch ist, dann kann es gut passieren, aber. Ja, ist immer diese Kurve, ich werde die so hassen, ich fliege da mit irgendwann raus. Mit den dreckigen Reifen drehe ich halt immer durch, deshalb. Ja, ja, das auch. Ja, stimmt. Ich probiere mit Orange durchzufahren. Ich wette, echt? Orange ist so richtig safe, komplett kacke. Ja, ja, wahrscheinlich aber, schon. Aber ich hole mir Orange. Das ist mal was Neues, ne? Orange ist mal was Neues. Ey, das. Oh, dieser rote. Also. Hast du dich gedreht? Ja. Also, Frontflügel kaputt ist richtig kacke auf der Strecke. Ja. Das glaube ich dir, aber das ist jetzt nicht geil, das ist richtig scheiße. Ah, ich hab's eigentlich im Training schon gejinxt. Ja, ja, das ist. Die Strecke ist echt hart. Das ist bei der Strecke. Die ist echt hart, ich bin gespannt, was ich hier jetzt reißen kann, mal gucken. Aber ich war halt aber echt nicht schuld, also das. Ich wurde halt wirklich
weil ich wieder vorsichtig gefahren bin in der Kurve, ist mir halt einer hinten drauf gebrettert und hat mich rausgedreht. Also ich war halt einfach für den NPC zu langsam in der Kurve. Der ist da einfach Vollgas quasi reingefahren. Aber ich konnte halt nicht Vollgas, ich musste bremsen. So, orangene Reifen werden kacke sein, ich werde langsam sein und bitte nicht rausfliegen. Danke sehr. Aber wenn sie echt so lang halten würden, das wäre krass. Ja, das wäre krass, ja. Das wäre richtig crazy. Ja, aber ich muss noch einmal am Ende gelb fahren. Solange ich keinen Zwischenfall mehr habe. Diese Kurve hier, die ich hasse die so jetzt schon echt. Wir fahren gerade die zweite Runde, 33 Runden, diese scheiß beschissene Kurve, ne? Irgendwann fetzt es mich da sowas von weg. Und da, das wird richtig scheiße. Das wird echt richtig scheiße. Alter, du bist schon so weit. Dadurch, dass die Strecke auch so zeitlich gesehen kurz ist, kommt man schnell ans Überrunden. Ja, das stimmt tatsächlich. Vor allen Dingen, wenn man so wie ich schnell früher in die Box geht. Ja. Du bist schon echt fast bei mir. Und ich jetzt mit langsameren Reifen. Eieiei. Und ich habe echt Probleme auf der Strecke. Junge, Junge. Ah. Wie ist dein Abstand zu Platz 2? 4. 4 Sekunden. Junge, diese orangenen Reifen. Krasser Shit. Du musst mit orangenen Reifen echt viel mehr bremsen als... Kannst nicht so viel Vollgas machen wie... Alter, Junge, das wäre nicht gut für mich. Orange ist ja sowas von langsam. Da ist echt nicht... Da, wo du nicht bremsen musst... Boah, ich sehe dich da. Im Training mit den gelben da. Reifen... Musst du hier halt... Alter, Orange ist... Weiß nicht, ob das so eine gute Idee war mit Orange. Ja, probier es. Jetzt kannst du nicht mehr zurück. Wenn ich durchfahren kann, hat es das vielleicht gebracht, aber ansonsten... So, schon wieder diese Kurve. Wenn ich die nur sehe, na, dann krieg ich's kotzen, Alter. Ich finde die gar nicht... Diese langsamen Dinger da hinten finde ich gar nicht so schlimm. Wow, 0,003 Sekunden. Den ersten Sektor finde ich viel schlimmer. Es geht, also es geht. Ich finde den hinteren Teil eher den dritten. Ja, der ist kacke. Oh, ich habe gerade lila Zeit gefahren. Ein lila Sektor. Ja, mit orangen Reifen fährt man lila Sektor, ja. Was für Scheiß. Crazy. Aber ich fahre gerade auch eine gute Runde, so wie es aussieht. Es wäre halt echt gut, wenn wir Punkte holen, beide mal. Also beide mal wieder. Wir haben es ja schon mal gemacht. Ja, einmal das wäre gut. Einmal war aber ja ich Erster, du Sechster, das haben wir schon mal geschafft. Letzte Runde, ja. Ich möchte mich nicht mehr dazu äußern. Wäre halt echt geil, wenn wir jetzt wieder mal, wenn du rankommst. Gut, Erster wirst du wohl nicht werden oder Zweiter, aber... Unwahrscheinlich. Wenigstens in die Top 10. Und wenn ich hier mit dem Überrunden, das ist eigentlich ganz geil, in 33 Runden, wenn ich hier gut überrunde, dann können wir wieder unsere Taktik machen aus dem Bahrain. Ja, ich bin gespannt, was die Zuschauer dazu schreiben. Ja, ich auch. Wir haben das ja noch nicht, die Folge ist ja noch lange nicht online. Ich bin echt gespannt, was sie sagen, aber die Taktik könnten wir hier durchziehen, ne? Ja. Wenn ich hier gute Runden fahre, wie jetzt. Dafür musst du mich aber auch erstmal überrunden, aber ja, wir haben ja noch Zeit. Ja. Das kommt dann eher gegen Ende. Eine alternative Strategie, sagt er jetzt. Du musst ja noch zweimal in die Box. Ja, ich habe jetzt weiß und weiß gleich. Und ich muss vielleicht gar nicht mehr in die Box. Weil mein Reifenverschleiß ist eigentlich immer so, ja okay, doch, geh mal einmal mehr boxen. Einmal musst du noch auf jeden Fall, denke ich. Doch. Weil es gab die Strategie. Boah, die halten echt gut. Weil es gab aber die Strategie, dreimal oder was? Zweimal oder dreimal? Zweimal und dreimal, ne? Zweimal und dreimal, ja. Okay, dann kann es auch echt sein, dass du gar nicht mehr musst. Oh, da hat's mich fast rausgefetzt, da habe ich noch die Kontrolle fast verloren, aber ich habe sie noch wieder geholt. Weißt du Bescheid. War richtig scheiße, Zuschauer. Hier aus der Rubrik Timeout, so sollte man es nicht machen in der Jan-Edition in FIFA. Da seht ihr gerade, wie ihr nicht Spanien fahren solltet. Und das am besten auch nicht mit orangenen Reifen, die zacken nämlich hart. Ah, geil.
Außer, dass der Verschleiß echt gut ist. Aber das bringt halt auch nichts. Doch nochmal, nee. Also, ja, aber musst mir mal sagen, wie lange du mit Gelb draußen bleiben kannst, damit ich im perfekten Moment am Ende dann nochmal auf Gelb wechsle. Okay. Wenn ich weiß, wie lange ich mit Orange draußen bleiben muss. Ich fahre noch nicht diese, aber nächste Runde fahre ich wahrscheinlich an die Box. Was? So früh? Ja. Okay, das finde ich schon mal richtig scheiße. Wir hatten am Anfang die Strategie in Runde 8. Jetzt hat er gesagt, vielleicht schon Runde 6 eine neue Strategie. Und dann habe ich gedacht, machen wir halt 7. Ja, ist geil. Treffen wir uns in der Mitte und machen Runde 7. Alter. Wird schon nicht schief gehen. Da kriege ich weiße Reifen. Also momentan kann ich gleich mal gucken, wie viel ich habe. Ich bin mal so gespannt, wie du gleich mit Weiß fährst, ob du damit gut zurechtkommst. Ich fahr die gelben Reifen schon auf der Strecke scheiße. Also mit Gelb fahre ich ganz gut. Ich habe hinten links 29, rechts 24, vorne links 22 und 16 rechts. Ich bin hier mit 6% und so unterwegs. Und das... Oh shit. Oh shit. Ich sehe es. Boy. Nicht! Wow, Junge! Ich bin durchsichtig. Echt jetzt noch so? Ja, ich hab's nicht gecheckt. Oh shit. Ich fahr mich enttäuscht, jetzt meine Box, das sagt, wir stehen parat, ich komm diese Runde rein, ich fahr einfach vorbei. Richtig geil. Man hat nur einen orangenen Reifen leider mit. Das ist ein bisschen unglücklich. Hättest du ja anders nehmen können. Ja, boah. Hättest du ja auch härter stellen können. Gerechnet, dass ich jetzt Ich hab zwei gelbe tatsächlich mit, vielleicht. Theoretisch, komm, ich mach das, ich ändere meine Strategie jetzt einfach selber, scheiß auf die Box. Obwohl ich denen schon gesagt habe, dass ich reinkomme. Theoretisch, ach, fickt euch, könnte ich doch jetzt mit Gelb ein bisschen länger fahren. Dadurch... Okay, ich muss nochmal an die Box, das ist... Theoretisch kann ich mit Gelb länger fahren, dadurch Weiß auch länger fahren und danach nochmal auf Gelb wechseln. Dass ich nicht zweimal Weiß nehme. Oder ist das scheiße? Je nachdem, wie schnell du bist. Also mit Gelb fahre ich wahrscheinlich besser als mit Weiß. Ich hole mir gleich weiße Reifen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob sie reichen. Ach komm, ich fahre in die Box. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Dann gehe ich jetzt... Es ist alles ärgerlich. Gehe ich jetzt rein und hol mir weiße. Ich wurde... Nee. Leute, nur weil ich ein bisschen langsamer bin wegen dem kaputten Frontflügel und ich war auf Ideal nur ein bisschen langsam und schon wieder in derselben Kurve absolut abgeräumt worden. Ach, das ist doch scheiße. Scheiß. Ich wurde einfach weggefickt. Komplett. Ich bin gerade in der Box, ne? Jetzt, ja, du kannst fahren, ich bin schon wieder weg, ja. Das ging ja schnell. Okay, ich habe jetzt Weiß und nachher gehe ich nochmal auf Weiß. Ja, ich habe mir jetzt auch Weiß. Also zweimal Weiß machen wir jetzt doch. Und ich werde jetzt überholen. Das heißt, ich kann jetzt wieder zur Normalstrategie übergehen. Ja, das stimmt. Wenn du dann nochmal mit mir auf Weiß nochmal, dann hättest du wieder die Normalstrategie. Ey, ist das asozial. Ah, okay, jetzt kannst du die Leute aber aufholen. Du hast mich ja überrundet. Jeder hat mich überrundet. Stimmt, jeder hat mich überrundet. Fuck. Scheiße! Es gibt absolut keine Möglichkeit. Du musst zwei Runden besser fahren. Und das auf dieser Behindertenstrecke. Leute, was ist. Ach Gott. Oh, die haben mich aber einfach weggefickt zweimal. Ich konnte wirklich bei beiden Unfällen nichts dafür. Haben mich einfach abgeräumt. Beim ersten Mal war ich vorsichtig, beim zweiten Mal war ich jetzt einfach wegen den orangenen Reifen langsam. Haben mich einfach abgeräumt. Gar keine Gnade gezeigt. Aber Leute, jetzt kann ich wieder auf minus 1. Ja, genau, ich habe mich fast gedreht. Was war das denn? Ja, jetzt habe ich mich. Soziale Strecke. Fuck! Fast schon wieder, aber noch immer nicht. Ist eigentlich ganz gut, dass ich mich noch nicht gedreht habe, aber ich bin. Wie viel Abstand hast du auf dem zweiten? Ich bin Fünfter. Was? Ach so, ja, die haben mich ja geholt. Ja. Wie ein Schadfall. Ja, ich bin gerade Platz 4 draufgefahren, so ganz, ganz leicht, also gar nicht mal gelber Ding, nicht mal gelber von Flügel. Und dadurch habe ich mich fast gedreht und direkt danach nochmal
So komplett grundlos einfach. Fast nochmal gedreht. Ich bin jetzt Dritter, weil die an der Box waren. Also es müssen noch ein paar an die Box und es waren gerade ein paar an der Box. Dadurch kannst du natürlich jetzt wieder aufholen. Ja. Nee, kann ich nicht. Ich muss nochmal an die Box. Nicht dein Ernst. Alter, nicht das ist nicht meine Strecke. Das ist absolut nicht meine Strecke. Hä, was ist jetzt schon wieder? Diesmal war ich selber schuld. Weil du hast doch noch gesagt ja und dann auf einmal nee, doch nicht. Ja, ja, weil ich gegen eine Bande gerutscht bin. Ich wusste nicht, what? Also ich habe echt gedacht, die Banden wären hier auf der Strecke weiter weg, aber das war ja auch das erste Mal, wo ich wirklich was selber dafür konnte. Also eigentlich, ansonsten, war jetzt eine weiße Runde und ich wollte gerade noch sagen, okay, weiß gefällt mir eigentlich voll gut, wollte ich gerade noch sagen und dann zack, erster selber. Aber das ist echt nicht deine Strecke. Das ist ja richtig krass. Du hast ja jetzt echt fast gar keine Chance mehr. Nee, jetzt habe ich gar keine Chance mehr. Ja gut, es sind noch 33 Runden, aber wahrscheinlich nicht. Nee, es sind keine 33 Runden mehr. Ja, ja, insgesamt. Halt. Ja. Also wie gesagt, ich kann dir ja immer noch ein bisschen helfen jetzt, wenn ich, ne? Bin jetzt wieder Erster. Wo bist du? Direkt vor dir. Ah, jetzt sehe ich die. Stimmt, da bist du. Also ich bin jetzt wieder Erster und du wärst der Erste, den ich überrunde. Aber die haben dich ja nochmal überrunden. Das ist so geil. Du wärst der, der... Du würdest mich jetzt zum zweiten Mal überrunden. Krank einfach, krank. Aber ja, wenn du jetzt... Ja, dreimal in der Box, ne? Ja, das war eigentlich die zweite Strategie. Man mit der ersten muss man nur zweimal in die Box. Und du warst mit der schon dreimal. So richtig krank. Oh Gott, das tut mir irgendwie leid, aber es ist halt auch irgendwie witzig. Ich wurde halt einfach zweimal weggefickt. Weil du es halt auch schon gecallt hast vor der Runde, ne? Ja. Ach man. Aber halt sofern du jetzt gut fährst. Nee. Kann ich dir ein bisschen helfen, weil die Autos vor mir, die müssten ja Platz machen. Ja, alles kein Problem. Also wenn du jetzt an den vor dir, wie viel hat denn der Abstand vor dir? Muss ich gleich mal gucken. Mal gucken, wenn das wieder anzeigt, müsste so ein paar Minuten oder so. 2:26. Was? Als ob? Als ob? Oh mein Gott. What? Das heißt, du überrundest mich das dritte Mal jetzt, dadurch, dass der... Ja, anscheinend schon. Alter, okay, krass. Alter, was? Das ist ja nicht mehr normal. Leute, Schwierigkeitsgrad höher. Oh, ich habe lila Sektor. Ja, ja, Schwierigkeitsgrad höher stellen. Ja. Kein Problem. Für Monaco. Bei Monaco ist das Qualifying so wichtig. Ich meine, ich werde mir auch als erster Platz würde ich mir absolut meinen Frontflügel überall abfahren, aber ja, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, die müssten ja, wahrscheinlich gehen die alle noch einmal an die Box. Ja, ne? Nicht alle, manche gehen vielleicht auch zweimal, weil nicht alle werden halt die Strategie genommen haben, aber... Einmal gehen sie auf jeden Fall noch. Einmal zurück überrunden ist drin. Zweimal nicht, glaube ich. Nee, und dann auch noch auf Platz 10 oder so, das ist. Das wird leider nichts mehr. Das sind keine Punkte für mich. Wobei du fährst gute Runden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hole dich ja gerade voll schlecht ein. Und ich fahre fast immer eine beste Runde. Boah, ich fahre gerade auch. Du fährst echt gut. Fährst echt gute Runden. Ja, wenn ich ja nicht von NPCs weggekickt werde, dann kann ich auch fahren. Das ist ja nicht so. Nein, also, ich bin raus. Ich habe mich gedreht. Ja, meine Reifen sind richtig im Arsch. Ich habe mich richtig gedreht. So habe ich mich lange. Lila Sektor. So habe ich mich lange nicht mehr gedreht und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich komme nicht mehr auf die Strecke zurück. Das kenne ich. Ey, ich habe so viel Zeit verschwendet. Spanien. Ungefähr 20 bis 30 Sekunden Zeit verschwendet jetzt.
Und meine Reifen sind. Nee, meine Reifen halt. Boah, Safety Car wäre so geil. Ja, jetzt, ja. Also für mich wäre es richtig geil. Das wäre nicht nur ich geil. Ich könnte halt richtig wieder. Ja, ich bin. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Meine Reifen sind übel scheißegal. Aber dein Auto ist noch ganz. Ja. Hamilton hat mich überholt. Ich hatte zudem gerade 30 Sekunden Abstand. Und der überholt mich jetzt, ja. Also ich habe durch diesen Crash übelst viel Zeit verloren. Wird das nach der Zeit wieder mit den Reifen? Ja. Weil die waren ja jetzt dann voll mit Kies oder was auch immer. Ja, das fährt sich wieder ab. Ey, das kann nicht sein. 30 Sekunden verloren. Unglaublich. Unglaublich. Doch auf minus 2 Runden da. Ah, egal, ich stehe jetzt bei minus 1, stelle ich auf Standard. Ich will jetzt... Es kann ja noch alles passieren. Also wenn das Safety Car jetzt wirklich rauskommt und ich zweimal zurück überrunden. Aber ich glaube, hier kommt kein Safety Car. Glaube ich nicht. Boah, weil die Strecke ist nicht so krass. Am Anfang hast du so gesagt, oh ey, weh, es kommt hier das Safety Car. Ja, aber dann konnte ich ja nicht wissen, dass ich nach 8 Runden dreimal in der Box war. Also gerade hatte ich was dagegen, aber jetzt 24 Sekunden schlechter als die erste Runde. Also meine beste Runde. Und ich bin fast immer beste Runde gefahren gerade. Ich war gerade 30 Sekunden fast, 25 halt ungefähr, habe ich durch diesen Unfall verloren. Und Hamilton ist jetzt direkt vor mir. Ah, den holst du wieder. Ja, aber trotzdem 30 Sekunden Abstand. Ich so ein Scheiß, ne? Das ist so kacke manchmal. Aber Safety Car, also bitte einfach, komm. Ja. Weil mir würde es nicht schaden und dir würde es ultra viel bringen. Oh ja. Ohne Safety Car, also nur mit Safety Car kann ich noch Punkte bekommen.